Hallo, sagen Ihre beiden Kommentatoren Frank Buschmann und Marni Beugmann. Gleich geht's los mit dem Spiel. Hast du das auch mitbekommen, Buschi? Es scheint wirklich einen Interessenten für diesen Spieler zu geben. Ja, habe ich auch mitbekommen. Bleibt nur die Frage, ob er selbst auch wechseln möchte. Welchen Eindruck hast du von der heutigen Gastelf, Frank? Was auch immer das Saisonziel war, es sieht jetzt nach einem Abschluss im Mittelfeld der Tabelle aus. Und wenn kein dramatischer Absturz mehr folgt, dann war das eine respektable Saison. Jetzt ist Stimmung hier im Stadion. Und wir sehen dann. Und der Keeper ganz sicher. Arango am Ball. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. So sieht ein Pass aus. Diesen Schiri kennen wir. Der gibt garantiert Freistoß. Da ist er, der Freistoß-Spezialist. Jetzt hat sie es. Tor! Wenn der zum Freistoß antritt, dann weißt du, gleich klingelt es. Ja, also da ist Alarmstufe Rot beim Gegner und das ist nicht zu verteidigen. Diesen Torwart nicht aus der Reserve locken. Toller Pass! De Jong! Oh, eine wunderschöne Traumkombination. Jetzt schießt er und... Oh! Ja, das ist ja eigentlich kaum noch aufzuholen. Kruse. Jan Rosenthal. Pfiff des Schiedsrichters dürfte es soweit sein. Die Kollegen helfen ihm schön. Mike Hanke. Oh, das wird der Trainer gerne sehen, wie der Ball da durch die eigenen Reihen läuft. Ja, tolle Chance. Attackiert ihn, er will den Ball. Das war die einzige Chance, die er hatte. Ab unter die Dusche und dann vor die Kameras. Das Spiel ist vorbei. Der Schiedsrichter hat es abgepfiffen.